News, der Markt stürzt ab, kleines Gap, was ist los? Alles in diesem Video. Ihr hört es im Hintergrund, der Markt tickt. Bid imbalance. Verrückt, runter, bid imbalance. Der Markt ist verrückt. Sell 174. Was passiert gerade? Was ist gerade los? Schaut bid es imbalance. Euch an, wir gehen in ES Sell 58. Ihr seht, bid imbalance. Riesengap bid imbalance. In einer Abwärtsbewegung. Der Markt ist extrem runtergefallen. Ihr hört im Hintergrund, was läuft. Ich schalte euch das mal wieder aus, dass ihr mal nur ein Gefühl dafür bekommt, was gerade los ist. Wir schauen uns die Bewegung an. Was ist passiert? Was ist gerade los? Es ist nicht mehr normal. Passt bloß auf, macht keine Trades. Gigantischer Stop-Run. Wir sind hier hochgespiked, dann sofort wieder runter. Auf beiden Seiten, oben und unten, sind die Stops geflogen. Schaut euch an, was hier an Stops geflogen sind. Alles nur Stops, Stops, Stops. Dann ein riesen Gap und das, während wir eine Abwärtsbewegung haben. Sowas passiert so selten und das ist genau der Grund, warum man niemals bei News traden darf. Schaut euch dieses Gap an. Wir sind von knapp 88 auf 81 runter. 7 Basispunkte, ein Gap instant. Und danach ging die Fahrt noch weiter. Und schaut mal, wie der Markt hier unten dann nochmal alles rausgeholt hat. Die letzten verzweifelten Stops. Jetzt eine gigantische kleine Korrektur. Ein gutes Wort. Einfach verrückt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf dem Tickchart anschauen, oder auf dem Rangechart, schaut mal, wie schnell neue Kerzen kommen, was wir noch für eine Dynamik haben. Wir gehen wieder zurück auf unseren Minutenchart. Gehen mal ein bisschen näher ran und schauen uns das Ganze mal an. So, eine wahnsinnige Dynamik gerade im Markt. Es ist nicht mehr normal. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Bookmap anschauen, wollte ich euch mal kurz zeigen, was wir ganz Interessantes haben. Dass die roten und grünen Linien sind der Spread, wo der Realspread war. Schaut mal, was passiert ist. Der Realspread war hier und da oben wird wer ausgeführt mit Slippage. Wie kann das sein? Das Gleiche haben wir hier nochmal. Das heißt, irgendwo hier unten lag eine Order, die ausgeführt wurde und man hat keinen passenden Käufer für die Order gefunden, die irgendwo hier lag, dass erst hier oben derjenige den Fill bekommen hat und danach ist der Markt aber sofort weiter hier unten runtergehandelt. Das ist Slippage, die passieren kann in Extremsituationen in News. Hier ist das wieder passiert, das ist die Order, die gehört irgendwo hier zu. Irgendwo hier lag die Order und dann ist die da oben erst ausgeführt worden, ungefähr auf demselben Level. Was wissen wir dadurch? 40, 15, 40, 16, so rum, hartes Level, wichtiges Level. Weil dort findet der Markt wieder Liquidität. Wenn wir da wieder hinkommen, heute merken, 40, 15, 40, 16 ist ein interessantes Level. Dann, ihr seht dieser riesen Absturz, wie es hier runtergeht. Wahnsinn, 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 eine riesen Bewegung. Schauen wir uns mal das Tief an, schauen wir mal, was hier ist. Hier wurde quasi gar nichts gehandelt, ganz minimal. Und eine alte Liquidität auf 39,51 hat dem Markt Support gegeben, aber hier wurde auch nichts angehandelt, aber die Liquidität wurde einmal erreicht. Wäre die Liquidität jetzt auch noch rausgenommen worden, wären wir vielleicht bis zur nächsten Liquidität, bis zu der oder eher bis zu 39,40 runter. Das sind aktuell entscheidende Level. Deswegen ist Bookmap so praktisch, weil man einfach mehr Einblick in den Markt hat. Und ihr seht es, was wir für dynamische Bewegungen gerade haben. Ihr seht, wie nah wir rangezoomt sind. Markt ist super dynamisch. Wenn ihr hier rechts mal auf die Limit Order schaut, seht ihr, wie schnell Limit Orders gepullt werden und wie wenig Limit Orders wir teilweise nur auf den Leveln haben. Wir sind fast einstellig in Limit Orders. Jetzt snackt der Markt sich eine Liquidität, spike kurz durch. Es wird gerade alles verrückt gekauft. Bis zum geht nicht mehr. Jetzt wird es interessant, wenn wir hier oben die 85 erreichen. Alles wird rausgenommen. Seht ihr es? Keine Fakes gerade drin. Der Markt holt sich alles zurück. Jede Liquidität wird angetestet. Überall will der Markt sich was absnacken. Unglaubliche Dynamiken. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen kleinen Zuwachs. Aber ihr seht, sobald es wieder runtergeht, Liquidität wird sofort gepullt. Aber es wird trotzdem versucht, den Markt zu halten. Sehr, sehr interessanter Move. Was bedeutet das? Sehr wahrscheinlich werden wir eine starke Korrektur auch sehen von dieser ganzen Bewegung. Das heißt, nach so einem krassen Move, wenn wir solche Anzeichen haben, wir sehen, es wird aufgekauft. Selbst wenn wir Pullbacks haben, wurde nicht genug gepullt. Im Gegenteil, es wurde nachgeschoben. Das heißt, wir haben Pulling und Stacking. Besonders Stacking bei Korrekturen auf der Bid-Seite bedeutet, es wird hart, hart, hart versucht, den Markt zu halten. Wir sind jetzt in einer 5-Minuten-Kerze bei 50.000 Kontrakten vorbörslich. Das ist extrem, extrem, extrem viel. Für sowas ist es ganz, ganz wichtig, immer auf News achten, immer schauen, wann ist etwas, wann passiert etwas, dass ihr sowas unter keinen Umständen verpasst. Das müsst ihr immer wissen, wann News kommt. Achtet darauf. Was für Bewegungen. Und ihr seht es, der Markt, was ich gesagt habe, er korrigiert alles weiter. Ihr habt gerade gesehen, wir hatten kurz dreistellige Kontrakte wieder auf dem Bid. Das heißt, es wird versucht, alles mitzuhalten. Hier sehen wir eine schöne mitwandernde Absorption. Sogenanntes Front Pushing.
hat sich einer ausführen lassen. Na, nicht so wirklich, wurde ein bisschen was ausgeführt. Das war das kurz, wo wir die 100 Kontrakte hatten. Also ein Teil wird ausgeführt, aber der Markt will sich erst noch wieder ein Stück vom Markt zurückholen, stabilisiert sich und es geht weiter hoch. Ihr seht die Dynamik, das, was ich gesagt habe, das erkennt man. Wenn ihr Footprint lesen könnt, wenn ihr Bookmap lesen könnt, erkennt ihr das, dass der Markt long will, dass der Markt das Ganze korrigieren will. Und ihr seht es, wir sind die ganze Zeit starke Aufwärtsbewegung, kleine Korrektur, starke Aufwärtsbewegung. So geht es jetzt erstmal weiter, bis sich das Ganze ändert. Wenn wir jetzt mal wieder auf den Kerzenchart switchen, um uns das Ganze mal anzuschauen, wie es im Kerzenchart aussieht, dann sehen wir, ihr seht, hier war die Bewegung. Schaut mal, was wir, seitdem ich das gesagt habe, als ich erklärt habe, waren wir irgendwo hier unten und ihr seht, wir korrigieren, wir korrigieren, wir korrigieren. Sollte man das Ganze handeln? Ich empfehle es nicht. Es ist extrem, extrem wild. Ihr seht, wir sind jetzt quasi bei 100% Korrektur in ein paar Sekunden, das, was ich gerade gesagt habe. Extrem, extrem wilder Markt. Jetzt können auch mal wieder etwas stärkere Abwärtsswings kommen, ganz normal, weil wir halt die 100% Korrektur gemacht haben. Markt ist wieder neutral und dann kann es durchaus nochmal in die Abwärtsposition gehen. Wir sehen auch gerade ein starkes Stacking mal auf der 8-Seite. Führt natürlich dazu, dass der Markt mal ein Stück runtergepusht wird. Wir sehen hier unten auf dem Bereich 697 haben wir gerade ein bisschen Stacking gehabt. Hier wurde versucht, der Markt zu halten. Das heißt, das ist wirklich gerade ein markantes Tief. Wird interessant, wenn wir das nochmal anhandeln sollten. Hier oben ist der Markt sehr dünn. Das heißt, hier sind technisch gesehen sehr schnelle Moves möglich. Also das heißt, auch aufpassen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr versteht, wie der Markt tickt. Ihr seht es, direkt schneller Move. Um den Markt vernünftig zu verstehen, kann man mit Bookmap traden, kann man mit dem Orderbuch traden, kann man mit dem Footprint traden. Egal, was ihr davon wissen wollt oder lernen wollt, ich benutze alles drei. Orderbuch benutze ich ein bisschen weniger, weil bei solchen Dynamiken Orderbuch einfach zu schnell ist. Da kann man nichts mehr erkennen. Da hilft einem aber ein visualisiertes Orderbuch, wie es bei Bookmap ist, extrem, extrem weiter. Und ihr seht, ich habe gesagt, wir erwarten größere Korrekturen mit mehr Dynamik. Wir kriegen größere Korrekturen mit Dynamik. Man erkennt das alles, wenn man weiß, wie man den Markt lesen muss. Und könnt ihr daran erinnern, ich habe gesagt, das ist interessant dabei. Schaut, der Markt hat es nochmal hart angetestet, hier nochmal leicht gepulvert, hat sich aufgehalten. Man erkennt die Bereiche in Bookmap, wo der Markt sich schwer tut, wo nicht. Auch hier die Liquidität. Es wurde zweimal angetestet, nicht reingehandelt, sie wird rausgenommen. Das heißt, aus Widerstand wird Support. Jetzt wird es interessant. Kommt hier viel nach oder nicht? Es kommt aktuell noch nicht viel nach. Ne? Das heißt, der Markt schwächelt ein bisschen und ihr seht es aus. Der Markt bricht das so. Das sind alles Sachen, das kann man lernen. Das kann man nutzen. Natürlich in solchen extrem schnellen Bereichen empfehle ich euch, das nicht zu traden. Das ist absolut verrückt, weil die Dynamik zu groß ist. Man hat zu viel Slippage und das Risiko ist zu groß. Aber in den normalen Marktphasen erkennt man das trotzdem und weiß, was man wie handeln muss. Wenn euch Bookmap interessiert, schaut mal unter jedem meiner Videos. Ist auch ein Link zu Bookmap. Könnt ihr euch die Software angucken. Ich liebe Bookmap. Ich trade damit extrem gerne. Wenn ihr Bookmap lernen wollt, schaut gerne mal auf meiner Homepage auch vorbei. Oder stellt mir gerne Fragen bei Discord. Oder auf Patreon zeige ich auch gerne mal was zu Bookmap, wenn ihr das sehen möchtet. Es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung oder auch eine gute alleinstehende Software, um zu traden. Also, wahnsinnige Bewegungen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Passt bloß auf. Wir haben die Korrektur zu 100% gemacht. Man hat es gut gesehen, dass der Markt das Ganze macht. Jetzt ist die Gefahr, dass wir ein bisschen in eine etwas größere Seitwärtsphase übergehen bis zur S-Öffnung und dass wir dann vielleicht eine Continuation der Bewegung sehen. Aber was wir genau sehen, weiß man nicht. Man muss immer gucken, was der Markt einen gibt, wo der Markt darauf reagiert und das wird gehandelt. Irgendeine Analyse zu treffen oder irgendeine feste Marktmeinung zu haben, bringt euch beim Trading nicht weiter. Und ihr seht, die Aufwärtsimpulse sind alle deutlich langsamer als die Abwärtsimpulse die ganze Zeit. Das, was ich gesagt habe. Wenn ihr wisst, worauf ihr achten müsst, wie ihr den Markt lesen könnt, wisst ihr, wie ihr euch positionieren müsst, dass ihr nicht falsch liegt. Das macht das Trading deutlich interessanter. Die weiße Linie ist in 30 Minuten VWAP. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, Leute, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr Bookmap lernen wollt, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr euch für Bookmap interessiert, schaut mal unter meinem Video in der Beschreibung. Ist ein Link zu Bookmap. Es ist eine wirklich, wirklich gute Software. Jeder, der sich Bookmap holt, über meinen Link unter dem Video bekommt auch ein gratis Bookmap-Coaching-Videokurs geschenkt. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, holt euch die Bookmap Global oder Global Plus Version über den Link unter meinen Videos. Schreibt mir danach kurz bei Discord oder eine E-Mail und ich schicke euch den Videokurs zu Bookmap zu. Ein kleines Geschenk an euch. Und ihr spart ein bisschen Geld, wenn ihr das darüber bei Bookmap kauft. Ansonsten habt noch eine schöne Woche. Macht ein paar geile Trades, aber passt auf. Die Märkte sind sehr, sehr wild gerade. Dynamiken sind extrem da. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.